Ja, wir sind jetzt in Montreal angekommen, haben zuerst natürlich den Sweaty in Offenburg noch zerlegen müssen, in seine Einzelteile, in verschiedene Kisten, sind dann mit dem Flieger hierher und haben jetzt eben aufgebaut, konfiguriert und auch die ersten Gehversuche schon gemacht. In diesem Jahr haben wir die Füße vom Sweaty optimiert, hat Carbonfüße bekommen, davor waren ja Aluplatten dran und dadurch hat er eben bessere Schrittabwicklung auch und auch im Schießen eben ist es zuversichtlicher. Haben wir die Software optimiert vom Sweaty. Gerade im letzten Jahr hat er eben zu lange gebraucht, um zu schießen. Also die Entscheidung hat einfach zu lange gebraucht. Wir sind zuversichtlich und gespannt, was die nächsten Tage so bringen.